Sport und keine Säfte mehr. Stellen Eltern fest, dass ihr Kind übergewichtig ist, sollten sie sofort seine Ernährung umstellen. Wie das gelingen kann, lesen Sie hier. Eltern sollten möglichst schnell reagieren, wenn das eigene Kind ein paar Pfunde zu viel auf die Waage bringt. Stellen Sie die Ernährung des Kindes konsequent um, ist der Nachwuchs in der Regel nach ca. 6 Monaten wieder normalgewichtig, erklärt Hermann Josef Kahl, Bundespressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, BVKJ. Ob ein Kind zu dick ist, können Eltern leicht selbst feststellen, im gelben Untersuchungsheft finden Sie die sogenannten Perzentilen. Sie geben an, wie schwer Kinder in welchem Alter im Schnitt sind. Liegt das Gewicht des Kindes auf der 50. Perzentile, ist alles in Ordnung, erläutert Kahl. Die Hälfte der Kinder ist dann genauso schwer oder leichter, die Hälfte schwerer. Nähert sich ein Kind der 90. Perzentile an, müssen die Eltern handeln. Da immer mehr Kinder und Jugendliche übergewichtig sind, verschieben sich auch die Perzentilen, gibt Kahl zu bedenken. Deshalb handeln Eltern besser früher als später. Bei kleinen Kindern unter 4 Jahren heißt das, deutlich weniger Süßigkeiten und möglichst gar keine zuckerhaltigen Getränke mehr. Stattdessen sollten die Kleinen nur noch Wasser und ungesüßten Tee bekommen. Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren sollten mindestens einmal pro Woche zum Kindersport gehen, ergänzt Kahl. Ältere Kinder suchen sich am besten einen Sport aus, der ihnen Spaß macht. Es liegt aber in der Verantwortung der Eltern, das Kind immer wieder zu motivieren, am Sport teilzunehmen, betont der Kinder- und Jugendarzt. Wie ein Kind aussieht, ist nicht ganz so entscheidend. Es gibt Kleinkinder, die noch Babyspeck haben, sagt Kahl, das sind Reserven, die Kinder, wenn sie zum Beispiel einen Magen-Darm-Infekt haben, gut gebrauchen können. Entscheidend ist, ob das Gewicht altersgemäß ist. A, F, G, M, N, R.